kleinen Prototypen von diesen ganzen Geschichten. Ne? Haben wir darüber nachgedacht, wie wir das hinkriegen können, aber wie man sieht, das Freischwingen ist ja schon mal nicht schlecht. Ja? Aber hin und her fahren, schleift die Bremssohle leider auf der Radlauffläche. So. Zusammengebaut werden diese Teile übrigens mit einfachen gebogenen Geschichten. Wie gesagt, an dieser Stelle kann man auch wieder sparen. Es handelt sich in diesem Fall um ordinäre Büroklammern. Einfach, also die blaue eher weniger, aber die anderen. Das Schöne ist, die sind übrigens schon etwas älter und die sind schon ein bisschen verrostet. Darum kann man dann schon mal so kleinere Teile herstellen, die dann auch schon Rostoptik haben. Das sind zum Beispiel die sogenannten Hängeeisen. Auf der einen Seite rund, da werden sie hier oben in diese runde Öse eingeführt. Hier sieht man es chemisch, da baumelt es schon. Und auf der anderen Seite gerade, also das ist noch ein bisschen verbogen, das Teil muss noch gerade gebogen werden, weil die Bremssohlen in ihrer Breite, hier sieht man dieses Loch, ne, da vorne ist es zu erkennen, in ihrer gewissen Breite gerade hängen sollen. Das Ganze wird dann sozusagen so miteinander verbunden. Gleich auch was. So ungefähr. Gut, müssen wir dahinter. So. Wie man es hier schon mal erkennen kann. Das ist auch noch ein bisschen krumm alles. Ist ja wie gesagt ein Prototyp, der dafür sorgt, dass man dann hier dieses Hängeeisen im wahrsten Sinne des Wortes hängen sieht. Das Problem mit diesem nicht gerade hängenden Teil werden wir so klären, dass wir ja zwei Stück davon haben. Und dann kommt einfach unten, hier ist schon mal so ein Loch vorgebohrt, diese Quertraverse, nenne ich es mal, ein Loch. Hier und hier. Und dann kommt einfach ein Draht dazwischen, und zwar von hier bis nach vorne. Da sind die beiden dann zwar miteinander verbunden, das heißt, die können sich dann so nicht mehr bewegen, aber immer noch so und quer geht also auch noch. Bin ja schon mal gespannt, wenn das Ganze dann eingebaut ist und die Räder Metallräder sind, müsste man theoretisch klapper, klapper, müsste man dann theoretisch beim Anfahren des Waggons dieses klassische Klappergeräusch haben. Wäre ja cool. Wenn das Ganze dann bei 8 oder 10 Wagen so ist, hat man dann die entsprechenden Anfahrgeräusche und braucht keine Digitaltechnik mehr, sondern alles ist live. Angebaut. Das Ganze beweglich, ne? Ich glaube, man kann sie erkennen, wie sie sich bewegen. Gucken nach rechts und links. So, und wenn man jetzt mal ins Bild kommt mit dem Teil. Was hört man da? Tatsächlich. Bisschen hoch der Klang. Im Original klingt es natürlich wahrscheinlich tiefer, weil aber die Räder größer sind. Aber das, was wir erreichen wollten, dieser kleine Zappler, den haben wir hingekriegt. So. Das Ganze noch ordnungsgemäß ausjustiert, dass es halbwegs gerade ist. Und dann haben wir tatsächlich eine Bremstraverse, die vor sich hin wackelt und zappelt. Das Ganze mal ein bisschen näher rangeholt. Einfach nur aus Draht gebogen und angebaut.